Herzlich willkommen bei meinem persönlichen Tooltip. Mein Name ist Reinhard Prestonik und ich möchte euch das Programm Evernote vorstellen. Evernote begleitet mich bei meiner täglichen Arbeit und auch in der Freizeit ist Evernote zum Beispiel beim Einkaufen dabei. Ich sehe im Geschäft ein Angebot und erstelle mit meinem Smartphone eine Evernote-Notiz mit Foto und kann später darauf zurückgreifen. Mit Evernote ist es möglich, von jedem Device aus Erinnerungen, Fotos, Tonaufnahmen und Texte zu erstellen und diese zu speichern. Durch die Synchronisation kann ich dann auf diese auf jedem beliebigen Gerät wieder zugreifen. Ich nutze seit fast 5 Jahren die Gratis-Version von Evernote und bin mit meinen 60 MB Speichervolumen pro Monat immer noch ausgekommen. Wir recherchieren täglich im Internet und möchten wichtige Artikel für uns festhalten. Hierbei unterstützt mich Evernote. Neben der Version für Windows und für den Mac bietet hier die Evernote Homepage das Herunterladen des Evernote Web Clipper. Den kann man in fast jeden Browser integrieren, damit er dann für Recherche zur Verfügung steht. Nach der Installation des Web Clippers taucht das Symbol hier mit dem kleinen Elefanten auf. Ich habe beispielsweise hier zum Thema OER recherchiert und hier einen für mich interessanten Artikel gefunden. Ich markiere Text, Bild, soweit ich das haben möchte, dann klicke ich hier auf das Evernote-Symbol. Ich habe mich bereits bei Evernote angemeldet, deswegen schlägt mir hier der Webclipper meine Notizbücher vor. Ich wähle das öffentliche PHSD-Notizbuch. In diesem Notizbuch stelle ich meinen Studierenden wichtige Informationen zur Verfügung. Ich vergebe auch ein Schlagwort. Wenn ein Schlagwort bereits existiert, gibt es hier bereits Vorschläge. Über Auswahl speichern wird dieser Artikel für mich festgehalten. Zusätzlich zeigt mir Evernote ähnliche Artikel, die ich bereits gespeichert habe. Über Ansicht kann ich mir jetzt den Artikel, den Evernote für mich festgehalten hat, noch einmal ansehen. Ich sehe hier Text, Bild, Informationen. Daneben ist auch Datum und Uhrzeit gespeichert und der Originallink, der zum ursprünglichen Artikel führt. So habe ich das bestens für mich festgehalten. Ich wünsche euch viel Arbeit, viel Spaß bei der Arbeit mit Evernote.